Also nochmal herzlich willkommen bei unserem Livestream, was alles Sie wissen sollten, wenn Sie die IVF-Behandlung haben möchten. Mein Name ist Helena und ich bin die Koordinatorin bei Unica Klinik in Brünn. Unica Klinik wurde in 1991 gegründet und in 2017 wir haben auch die zweite Klinik in Prag geöffnet. Also in der Tschechischen Republik, wir haben zwei Kliniken. Und da wir eigentlich in Zentraleuropa sind, dann sind wir sehr gut erreichbar von allen Staaten Europa. In Prag, wir haben ein großes Flughafen, also Sie können mit dem Flugzeug kommen und wenn Sie nach Brünn fliegen möchten. Es ist auch eine Möglichkeit, dass Sie nach Bratislava oder nach Wien fliegen und dann aus Wien oder aus Bratislava mit Regiojet-Zug oder Regiojet-Bus zu uns ohne Probleme kommen. Es ist natürlich auch möglich, dass Sie mit dem Auto kommen. Also, wir haben hier viele Programme, viele Behandlungen, die wir Ihnen anbieten können. Also eigene Stimulierung und dann Stimulierung mit Eizellspende oder Samenspende. Dann können Sie kryopräservieren die eigenen Eizellen. Das ist sogenannte Social Freezing oder Egg Banking. Und Sie können hier auch verschiedene genetische Tests machen. Also, erste Frage ist, was soll ich machen, wenn ich mich zu dem Erstgespräch bestellen möchte? Also zuerst sollten Sie uns kontaktieren, entweder per E-Mail oder telefonisch, wie Sie wollen. Auf unseren Webseiten sind alle Kontaktdaten. Ja? Und jetzt wollte ich noch sagen, dass Sie jetzt während des Livestreams die Fragen stellen können in den Kommenten darunter auf unserem Facebook. Also bitte fragen Sie. Ja, wenn was Ihnen etwas einfällt, dann fragen Sie, wir werden das dann beantworten. Gut, also ich gehe da zurück zu dem Erstgespräch. Also Sie schreiben uns und unser Team von Koordinatorinnen antwortet Ihnen in Ihrer Sprache. Wir sprechen Deutsch, Englisch, Ungarisch, Polnisch, Italienisch. Die Ärzte sprechen Deutsch, Englisch, Russisch. Teilweise verstehen auch Polnisch. Also sie haben verschiedene Möglichkeiten, wie man kommunizieren kann. Wir schicken Ihnen die Unterlagen, was wir alles von Ihnen brauchen. Es sind ziemlich viele verschiedene medizinische Ergebnisse und Befunde, was wir brauchen. Und je nachdem, was für eine Behandlung Sie sich wünschen, dementsprechend brauchen wir mehr oder weniger Befunde. Auf jeden Fall sollten die Befunde möglichst frisch sein. Also nicht zum Beispiel 10 Jahre alt, aber es sollte nicht älter als 3 Monate sein. Wenn Sie die eigene Stimulierung haben möchten, dann sind das zum Beispiel bei der Frau brauchen wir aktuelle TSH, Schilddrüsewert, Prolaktin und dann Hormonwerte wie LH, FSH, AMH, das ist Antimillerianhormon, davon werde ich noch sprechen später. Und dann PAP-Abstrich ist auch sehr wichtig. Und bei dem Mann ist das ein Spermiogramm. Dazu kommen wir auch noch später. Dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder können Sie zu dem Erstgespräch zu uns Personal kommen oder es kann auch per Skype oder per Zoom zum Beispiel gemacht werden, wie das Ihnen passt. Ja, wenn Sie nicht reisen möchten, dann können wir das per Skype machen und dann können Sie später kommen oder auch zum Beispiel zu der Punktion der Spenderin bei der Eizellspende und zu dem Transfer. Oder
wenn Sie eigene Stimulierung haben, dann können Sie zu der ersten Follikelmetrie kommen. Also, das ist auch eine Frage, häufig gestellte Frage, wie viel Mal müssen Sie zu uns kommen? Also, wenn Sie eigene Stimulierung haben, dann zuerst können Sie zu dem Erstgespräch kommen. Der Arzt geht mit Ihnen alle die Anamnese, die medizinische Historie, alle Befunde durch, schlägt die Prozedur an und dann bekommen Sie auch die Medikamente. Er macht auch den Ultraschall. Der Mann kann bei Ihnen den Spermiogramm machen und wenn der Spermiogramm in Ordnung ist, dann können wir die Spermien gleich einfrieren. Wir orientieren uns bei dem Spermiogramm immer auf Konzentration, dann die Beweglichkeit, Volumen und die Morphologie. Das sind vier wichtige Kriterien. Dann, wenn der Arzt sagt, dass Sie anfangen können, dann Sie fangen mit der Periode an. Sie melden sich bei der Koordinatorin, sie schickt Ihnen den Behandlungsplan, den haben Sie zwar schon früher, aber sie aktualisiert den Plan und bestellt sie dann ungefähr eine Woche später für die erste Follikelmetrie. Das ist so ein Ultraschall, wo der Arzt schaut sich alle Follikeln an. Er guckt, ob das, wie groß die Follikeln sind und ob die gut wachsen. Und entscheidet dann weitere Behandlung. Üblicherweise 2 oder 3 Tage später werden Sie zu der zweiten Follikelmetrie kommen. Und dann normalerweise weiß man schon, wann die Punktion stattfindet. Das ist normalerweise wieder so 2 oder 3 Tage später. Dann kommen Sie zu der Punktion auch mit Ihrem Mann. Wenn Sie älter als 40 Jahre alt sind, dann brauchen Sie präoperative Voruntersuchungen haben. Und dann 5 Tage später ist der Transfer. Am Tag der Punktion, wir gewinnen die Eizellen, der Mann gibt die Sperma ab, die Eizellen werden befruchtet und dann ab nächsten Tag sehen Sie in der Patientenzone, was Sie gleich noch vor dem Erstgespräch gründen online. Dann sehen Sie, wie viel Embryonen Sie haben und dann Tag nach Tag, wie die Embryonen sich entwickeln. Und dann kommen Sie zum Transfer. Ich habe hier eine Frage, was Sie uns geschickt haben und das betrifft Samenspende. Also wie werden die Spender ausgewählt und so weiter. Also bei uns, und das gilt nicht für die Männer, sondern auch für die Frauen, die Spender sind, dass es bei uns in Tschechischer Republik anonym ist. Also Sie dürfen kein Bild sehen, aber Sie werden dann informiert, was Haarfarbe betrifft, Augenfarbe, Höhe, Gewicht, Geburtsjahr, dann was Hobbys betrifft und Ausbildung eventuell, wenn der Spender oder die Spenderin Kinder schon hat. Die Spenden sind sehr viel getestet. Also das ist nicht so einfach, dass jeder, der vorbeikommt, kann die Spermien spenden oder die Eizellen spenden. Das ist gar nicht so einfach. Die sind für Frauen und Männer für zystische Fibrosis getestet, spinale muskuläre Atrophie, Konexin, also hereditäre Taubness und Karyotyp. Sie müssen guter Gesundheitszustand haben und sie sind auch für STDs getestet, also sexuell übertragbare Krankheiten wie Syphilis, Hepatitis, HIV und so weiter. Also alles muss in Ordnung sein.
Dann die Spender untergehen Interview mit psychologischer Interview und dann Interview mit der Koordinatorin, die sich um die Spender und Spenderinnen kümmert, was verschiedene Krankheiten in der Familie betrifft. Also alles muss in Ordnung sein. Dann haben wir weitere Frage. Ist folgender Ablauf möglich? IVF 1 bis 3. Die eigenen Eizellen sammeln, befruchten, bis zum 5. Tag kultivieren, dann die Blastozysten biopsieren und einfrieren. Nach dem 3. Zyklus die PGTA für alle Blastozysten gleichzeitig durchführen. Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Und wir können darüber diskutieren, wie der erste Zyklus dann erfolgreich sein wird. Dann könnten Sie eventuell für den zweiten Zyklus andere Dosierung von den Medikamenten haben oder so. Inzwischen würden Sie mit dem Arzt bestimmt sprechen, aber so ist das auf jeden Fall möglich, ja, wenn Sie das wollen. Dann weitere Frage. Ich komme noch zurück dazu, wie viel Mal muss man zu uns kommen. Also wir haben von der eigenen Stimulierung gesprochen. Also wenn Sie die Eizellspende haben, dann ist die Möglichkeit, dass Sie den Erstgespräch entfernt haben, also per Skype oder Zoom. Dann Sie schicken uns den Ultraschall, weil es das wirklich wichtig ist, dass Sie keine Zysten, weder Myome, weder Polypen haben, damit der Arzt Ihnen das bestätigen kann, dass Sie anfangen möchten. Und dann mit der Periode, nachdem wir die Spenderin ausgesucht haben, Sie das bestätigt haben, fangen Sie an. Dann zwischen Tag 10 und 12 gehen Sie bei Ihnen zu Ihrem Frauenarzt auf den Ultraschall. Sie schicken uns die Ergebnisse. Es interessiert uns, was die Höhe und Struktur des Endometriums betrifft. Und wenn alles in Ordnung ist, wir machen weiter. Und dann, wenn die Spenderin, die stimuliert sich gleichzeitig mit Ihnen. Und wenn die Punktion stattfindet, muss Ihr Mann kommen für Samenabgabe. Und 5 Tage später oder üblicherweise 5 Tage ist der Transfer. Das heißt, dass sie, also die Frau, kommt. Das heißt, also mindestens muss der Mann einmal kommen und die Frau einmal. Natürlich können Sie beide zu dem Erstgespräch kommen. Wieder, Sie können hier die Medikamente abholen, was sehr praktisch ist. Dann der Arzt macht Ihnen den Ultraschall und Sie können die Fragen stellen. Er geht durch die alle medizinischen Befunde. Sie können mit uns, mit Koordinatorinnen sprechen, wenn Sie Fragen haben, die Umgebung sich anschauen, wie das Ihnen hier gefällt. Ja, und so kann man das auch machen. Dann sehe ich weitere Frage. Ich benötige eine Eizellspende und eine Samenspende aus medizinischen Gründen. Ich finde keine Information, ob das möglich ist, und keine Information über die Samenspende. Also auf jeden Fall, es ist möglich, beide zu benutzen, also Eizellspende und Samenspende. Das ist überhaupt kein Problem. Das einzige Sache ist, dass wir immer alle Zustimmungen, alle Dokumente unterschreiben müssen von der Frau und von dem Mann. Ja, also es ist auf jeden Fall möglich. Ja? Ich weiß, dass Sie den Transfer nur von einem Embryo empfehlen. Ist es trotzdem auf Wunsch möglich, 2 Embryos zu transferieren? Das ist eine gute Frage. Ja, wir transferieren und wir empfehlen ein Embryo.
Zwei Embryos zum Transfer sind manchmal möglich, aber Sie müssen das immer im Voraus mit dem Arzt absprechen. Zum Beispiel, wenn Sie schon in der Vergangenheit einen Kaiserschnitt gehabt haben, dann kann man das nicht machen. Und ich weiß, dass viele Frauen zu uns kommen und sie wünschen sich zwei Embryonen zum Transfer, weil sie denken, dass dann die Chance, dass sie schwanger werden, größer sein wird. Aber es ist nicht wahr. Es ist so, dass wenn sie zwei Transfers mit einem Embryo haben, dann die Chancen sind größer. Und auch ist der Grund, wenn sie zwei Embryonen bei einem Transfer haben und zum Beispiel ein Embryo sich weiterentwickelt, aber der zweite nicht und der blutet ab, kann das gute Embryo, das sich normalerweise weiterentwickeln würde, mitnehmen. Und dann, wenn die zwei Embryonen transferiert werden, dann entsteht das Risiko, dass sie die Zwillinge haben werden. Die werden üblicherweise dann auch früher geboren und kleiner. Also wie unsere Ärztin sagt, das gefällt mir, der Satz. Sie sagt immer, ich möchte ein fettes Baby haben als zwei kleine Babys. Also weitere Frage. Wie ist die Alterslimit, also Altersgrenze? Bei uns ist das so, in Tschechischer Republik, dass wir die Behandlung der Frauen bis 49. Geburtstag anbieten können. Das heißt, dass letzter Tag, also das heißt eigentlich der Transfer, spätestens ein Tag vor ihrem 49. Geburtstag möglich ist. Später nicht. Bei den Männern gibt es keine Grenze. Ist ein Transfer von zwei Embryonen, wo ein Embryo mit eigenen Spermien und einer mit gespendeten Spermien möglich ist? Nein, das ist leider nicht möglich. Wie ist die Wartezeit? Also für den Erstgespräch gibt es eigentlich keine Wartezeit. Wir können Ihnen ja, für nächste oder übernächste Woche einen Termin anbieten. Und dann nach dem Erstgespräch, wenn der Arzt Ihnen bestätigt, dass Sie die Behandlung anfangen können, dann, wenn wir die Spenderinnen finden, das ist auch kein Problem, weil wir eine große Datenbank haben und es geht eigentlich ganz ruckzuck. Ja, wenn Sie zum Beispiel dann nach 2 Wochen die Periode erwarten, dann schaffen wir das ohne Probleme, die Spenderinnen zu finden. Wir bieten Ihnen die Spenderinnen an. Sie suchen sich daraus eine Spenderin und dann können wir anfangen. Wir haben verschiedene Preispaketten. Bei dem einfachsten bieten wir Ihnen eine Spenderin an, bei dem anderen, bei dem exklusiven 3 Spenderinnen an, bei dem exklusiven plus sogar 5 Spenderinnen an. Also es gibt verschiedene Paketen und darüber dann können wir sprechen nach dem Erstgespräch oder per E-Mail. Weitere Frage. Falls Embryos ohne Timelapse kultiviert werden, werden sie zu beobachten jedes Mal aus dem Brutschrank herausgeholt? Ja, die werden unter dem Mikroskop gegeben im Labor und beobachtet, wie sie sich entwickeln. Aber das ist eigentlich ganz spezifische Frage. Und wenn Sie genau wissen wollen, wie das alles abläuft,
dann könnten wir das mit der Labor dann absprechen, dass die Kolleginnen das uns dann alles in Details erklären. Aber ja, es ist so, dass sie das beobachten unter dem Mikroskop und dann zurückgeben. Ich habe gehört, dass Embryoglue nicht immer vorteilhaft ist, sondern auch die Einnistung stören kann. So hat es zumindest eine andere Klinik erzählt. Also das habe ich nicht gehört. Das kann ich nicht bestätigen. Also wir benutzen Embryoglue. Jetzt haben wir das sogar in der Aktion, in der Kampagne. Und wir haben gute Erfahrung damit, dass die Chancen auf die gute Einnistung das ein bisschen erhöht wird. Wenn ich die Vorauszahlung für den IVF-Zyklus schon geleistet habe und sich danach herausstellt, dass ich in dem Zyklus auf natürliche Weise schwanger geworden bin, bekomme ich meine Vorauszahlung zurückerstattet? Das hängt davon ab, wie weit Sie sind, ja, mit der Behandlung bei uns. Das müssen wir dann individuell lösen. Wer informiert mich weiter und sendet mir die unterzeichneten Unterlagen bzw. mein Gynäkologe fragt nach der Vorbereitung und den benötigten Befunden, die hier in Österreich erledigt werden können. Also, wir haben ein Team von den Koordinatorinnen und wenn sie uns E-Mail schicken, dass sie sich zum den Erstgespräch bestellen möchten, dann immer eine Koordinatorin kümmert sich um sie dann. Also sie müssen dann mit der Koordinatorin kommunizieren und schreiben und eventuell nachfragen, was noch alles notwendig ist, ja, vor dem Erstgespräch. Muss ich nach einem Transfer nach Eizellspende ein zusätzliches Medikament zu Progesteron, Östrogen eingenommen werden, Prednison zum Beispiel, um die Abstoßung des Embryos zu verhindern? Das sind schon ziemlich spezifische Fragen, die eigentlich Sie mit dem Arzt lösen müssen, weil bei jeder Patientin verschiedene Anamnese liegt und der Arzt gerade bei dem Erstgespräch, das alles entscheiden muss, was für die Medikamente Sie nehmen würden. Auf jeden Fall, Sie schreiben das richtig, dass Sie den Östrogen, zum Beispiel Estrofem oder Cycloprogenova oder Progenovamide nehmen werden und dann Progesteron wie Utrogestan, Arefam, Prolutex oder Amelgen oder Cyclogest. Das werden Sie auf jeden Fall nehmen und die alle anderen Medikamente, das muss immer individuell besprochen werden. Manchmal kann das zum Beispiel Prednison sein oder Clexan wegen Thrombophilien und so weiter. Also, und auf jeden Fall werden Sie auch die Folsäure einnehmen, zum Beispiel Femibion 1. Dann habe ich ja, weitere Frage. Brauchen wir eine Bestätigung für die Grenze und für die Reise? Also jetzt im Moment haben wir keine Restriktionen, aber auf jeden Fall empfehlen wir entweder, wenn Sie schon geimpft sind, dann kommen Sie zu uns total ohne Probleme. Wenn Sie noch nicht geimpft sind, dann sollten Sie den PCR-Test bei Ihnen machen. Normalerweise passiert das, dass an der Grenze keine Kontrolle ist. Also so sagen mir das die Patienten. Aber es kann sein, dass doch die Kontrolle dort sein wird. Also wir empfehlen das trotzdem zu machen. Und für die Rückreise, wenn Sie hier länger bleiben, dann bieten wir Ihnen kostenlose PCR-Tests. Das ist auch möglich. Oder Antigen-Testen. G-
gibt es ein Angebot für mehrmal IVF mit Genuntersuchungen mit eigenen Eizellen. Ich bin 43 Jahre und viermal IVF. Einmal war erfolgreich, aber Fehlgeburt passiert. Es ist natürlich möglich, dass Sie mehr IVF-Zyklen haben und Sie können die PGTA-Untersuchung haben. Dort untersucht man eigentlich, ob die Embryonen euploid sind. Das heißt, ob die sich weiterentwickeln werden, ob die gesund sind. Also zum Beispiel, wenn Sie am Tag 5, weiß ich nicht, zum Beispiel 5 Embryonen hätten, dann würden die biopsiert, eingefroren, dann würden wir die Untersuchung machen, das dauert einige Wochen und dann daraus entsteht ein Ergebnis, dass zum Beispiel nur 2 Embryonen euploid, also gesund sind. Dann ersparen Sie die Transfers von den aneuploiden Embryonen. Also, dann haben wir weitere Frage. Wie ist die Chancen mit 45 Jahren mit eigenen Eizellen? Das ist auch eine gute Frage, weil vor dem Erstgespräch wir empfehlen bei den Frauen, dass sie den AMH-Wert sich untersuchen lassen. Das ist Antimalarienhormon. Der zeigt uns, wie groß ist ihre ovarielle Reserve. Das heißt, wie viele Eizellen sie eigentlich noch haben. Nach 40 Jahren senkt die ovarielle Reserve, ziemlich schnell runter und auch die Qualität von den Eizellen nicht so gut ist. Also das müssen Sie immer mit dem Arzt bei dem Erstgespräch gut besprechen, wie die Chancen aussehen. Und dann bei der eigenen Stimulierung würde ich wirklich empfehlen, dass Sie zu uns für den Erstgespräch persönlich kommen oder zuerst Skype-Gespräch haben und dann würden wir Sie gegen 21. Tag der Periode zu uns einladen, damit der Arzt den Ultraschall machen kann und das alles sich beobachten kann und er kann das auch gut und oder besser entscheiden, wie groß soll die Dosierung von den Hormonen sein oder ob das überhaupt einen Sinn hat. Welche Tests müssen wir vor der Behandlung machen? Also bei dem Mann eigentlich ist das der Spermiogramm, aber der kann bei uns gemacht werden und eventuell die Spermien einfrieren werden. Dann für beide Partner im Falle der eigenen Stimulierung, wir müssen die STDs machen, also sexuelle übertragbare Krankheiten, testen vom Blut. Das ist in der Tschechischen Republik gesetzlich vorgeschrieben, dass es bei uns genommen werden muss. Wenn das Eizellspender ist, dann reicht das nur von dem Mann, weil wir mit ihnen, seinem biologischen Material arbeiten. Also das reicht bei dem Mann. Und bei der Frau brauchen wir bei eigener Stimulierung die alle Blutwerte, Pap-Abstrich, die Hormonwerte, TSH und Prolaktin. Bei der Eizellspende reicht eigentlich TSH und Prolaktin mindestens und der AMH-Test und dann der Ultraschall. Ja, das ist sehr wichtig. Gut, ich habe hier weitere Frage. Wenn AMH 0,23 ist, ist das sehr schlimm? Also, je nachdem, wie alt Sie sind, aber allgemein gesagt, es ist nicht gerade gut. Ja, Sie sollen die Behandlung nicht verschieben. Und es kann sein, dass die Ärzte bei uns schon die Eizellspende Ihnen anbieten.
Aber das müssten Sie dann bei dem Erstgespräch besprechen. Aber allgemein sagen die Ärzte, weil das, wenn das Wert über 0,5 und höher ist, dann die Chancen sind immer ziemlich gut. Wenn das niedriger ist, dann könnte das schlecht sein. Ich nehme jetzt 14 Tage Duphaston, um die Periode auszulösen. Ich würde gerne synchronisieren, sobald die Periode beginnt. Dazu hat mir die Klinik in Österreich, hat mir Unikabino empfohlen, geraten. Wann ist meine Koordinatorin gut erreichbar? Was mache ich, wenn meine Periode vor dem Erstgespräch mit dem Arzt beginnt? Jetzt verstehe ich nicht ganz die Frage, aber wenn Sie zu uns kommen, zu dem Erstgespräch und die Periode hat gerade angefangen, das stört uns überhaupt nicht. Das heißt, Sie können hier bei uns jederzeit sein. Egal, ob das zum Beispiel der zweite Tag der Periode ist, kein Problem. Ja, wirklich, es ist egal. Ja, der Arzt macht Ihnen den Ultraschall, aber das ist überhaupt ohne Probleme. Ja, also ich komme zu der vorherigen Frage, dass die Frau, was man gefragt hat, dass die AMH 0,23 hat, dass sie 41 Jahre alt ist. Ja, das müssten Sie dann mit unseren Ärzten besprechen. Das ist ziemlich, also wahrscheinlich sagt der Arzt, dass es entspricht dem Alter. Ja, also eigentlich, dass der Wert entspricht dem Alter. Aber Sie werden das bei dem Erstgespräch dann sehen. Gut, was haben wir hier dann für weitere Frage? Embryospende oder IVF mit eigenen Eizellen? Das ist eine allgemeine Frage, das kann man schlecht beantworten, je nachdem, wie ihre Werte aussehen, je nachdem, wie sie alt sind. Ja, das werden sie dann mit dem Arzt besprechen. Und ob direkt Embryospende, das bieten wir auch an. Das liegt dann nach dem Erstgespräch, was sie dann sich dann entscheiden. Manche Frauen wollen das unbedingt zuerst mit eigenen Eizellen versuchen. Und wenn das nicht klappt, dann kann man als Spende oder eventuell Embryospende versuchen. Weitere Frage. Wenn man in Ihrer Klinik mehrere IVF-Zyklen durchführt, muss man vor jedem IVF sich neu auf sexuell übertragbare Krankheiten testen lassen oder nur einmal bevor der ersten IVF? Wenn Sie das bald nacheinander machen, dann muss man das nicht immer wiederholen. Ja, die Testen sind einige Monate gültig, also es reicht nur einmal. Aber wenn Sie zum Beispiel nach 2 Jahren dann wieder sich entscheiden, neue IVF-Zyklus zu machen, dann müssten wir das wieder neu machen. Gut. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, dann fragen Sie sich, weil die Zeit dann langsam vergeht. Also ich könnte Ihnen noch sagen, dass eigentlich zu uns kommen die Frauen, die Eizellspende möchten, aus den Gründen, wenn zum Beispiel keine eigenen Eizellen haben oder die Eierstöcke nicht mehr haben oder irgendwelche genetische Krankheiten haben oder sie hatten schon mehrere IVF-Zyklen mit eigenen Eizellen, die nicht erfolgreich waren oder haben höheren Alter und die Qualität von den Eizellen nicht mehr so gut ist oder die keine Periode haben. Die Periode, wir können das wieder ausrufen, damit sie die Periode bekommen, aber meistens dann
werden keine Eizellen schon gebildet. Also darum muss man die gespendeten Eizellen benutzen. Weitere Frage. Wie viel Blastozysten braucht man im Durchschnitt im Alter von 41 Jahren, um einen euploiden Embryo zu bekommen? Das weiß ich nicht. Das kann man nicht so generell beantworten. Das ist sehr, sehr individuell. Ja, das weiß ich nicht. Bekommt man ein Foto von der Eizellspenderin oder nur Fakten? In Tschechischer Republik ist das anonym. Also sie bekommen kein Bild von der Spenderin, aber sie werden informiert, was Augenfarbe betrifft, Haarfarbe betrifft, Höhe, Gewicht, Geburtsjahr, dann Hobbys und Ausbildung und eventuell, also wenn, was die Spenderin studiert oder studiert hat und eventuell, ob sie schon Kinder hat. Leider kein Bild. Also, wenn Sie keine anderen Fragen haben, kann man im selben Zyklus ein Endometriumprobe entnehmen und einen Embryotransfer durchführen? Das würde ich nicht empfehlen, weil das Endometrium dann ein bisschen zerstört ist. Also das machen wir nicht. Nee. Wenn ich nur ein Erstgespräch in Anspruch genommen habe, aber mit Stimulation gar nicht bekommen habe, wie viel von 1.500 Euro werden Sie einbehalten? Sie können sich nur zu dem Erstgespräch bestellen und Sie können nur den Erstgespräch auch bezahlen. Ja, also Sie müssen nicht die erste Bezahlung gleich bezahlen, wenn Sie hier vor Ort sind, aber einfach nur den Erstgespräch bezahlen. Ja. Wenn Sie dann die Behandlung anfangen, dann bei der zweiten Proforma-Rechnung wird dieses Erstgespräch dann abgezogen. Gibt die Klinik bei den Spenderinnen auch eine Empfehlung ab? Das verstehe ich nicht, die Frage jetzt. Wie meinen Sie das? Bitte um eine Erklärung. Das ist mir nicht klar, wie Sie das meinen. Sonst, wenn Sie noch wissen möchten, aus welchen Ländern zu uns die Patienten kommen, also vor allem hier aus Tschechien, ungefähr 30%, dann aus Österreich 25%, aus Ungarn ungefähr 15%, Polen 10%, Italien 5%, Deutschland 5%. Also das gilt bei uns in Brünn. In Prag ist es anders natürlich, weil Deutschland näher ist als Brünn. Also die Frage, ob die Klinik mir sagen kann, welche die beste ihrer Meinung nach ist. Also die Koordinatorin, die sich um die Spenderinnen kümmert, sie bemüht sich immer, dass die Spenderinnen, die wir ihnen dann anbieten werden, am ähnlichsten zu ihnen aussehen. Also sie können uns ein Bild geben oder schicken, wie sie aussehen. Und die Kollegin kann ihres Bild mit den Spenderinnen vergleichen und sie sucht die ähnlichsten aus. Also ja, so, ob Sie das so gemeint haben, dann das passt dann. Ja, dass die möglichst ähnlich aussehen wie Sie. Ja. Gut, also ich denke, die Zeit ist vorbei. Ich werde noch die letzte Frage beantworten. Welcher Abstand zwischen den Stimulationszyklen? Die Ärzte empfehlen meistens mindestens 2 Monate, aber ich würde sagen, dass es wieder wirklich individuell ist. Ja, also nach der ersten
Behandlung werden Sie das dann mit dem Arzt besprechen, wie viele Perioden sollten Sie dann die Pause machen. Also ich bedanke mich herzlichst für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben sich was Neues gelernt und schönen Abend noch. Auf Wiedersehen.